Ich hatte es mir mittlerweile wieder zur Gewohnheit gemacht, des Öfteren, wenn ich einem Patienten in einer der umliegenden Straßen einen Hausbesuch abgestattet hatte, bei meinem Freund Sherlock Holmes auf ein Tässchen Tee vorbeizuschauen. Mein lieber Freund, ich fürchte, das wahre Leben ist viel seltsamer als alles, was der menschliche Geist zu ersinnen imstande ist. Wie meinen Sie das, Holmes? Ganz einfach. Wir würden es doch nie wagen, uns gewisse Dinge auszudenken. Und dennoch geschehen genau diese Dinge tagtäglich dutzendfach. Stellen Sie sich einmal vor, wir wären in der Lage, gemeinsam zu diesem Fenster hinauszufliegen, von allen Häusern Londons die Dächer abzunehmen und hineinzublicken. Ich denke, wir würden beide mehr als erstaunt sein, was sich darunter abspielt. Vermutlich ist dem so. Die menschliche Natur hat so ihre hässlichen, geradezu abstoßenden Untiefen. Wohl wahr. Apropos, haben Sie heute schon die Zeitung gelesen? Da wurde wieder ausführlich über derlei Untiefen berichtet. Habe ich. Welchen Artikel meinen Sie? Er war mit »Die Grausamkeiten eines Mannes gegenüber seiner Ehefrau« übertitelt und enthielt die vertrauten Ingredienzien von der Geliebten über Alkoholexzesse, Handgreiflichkeiten bis hin zur mitleidigen Schwester der Ehefrau und der treu sorgenden Hauswirtin. Der unbegabteste Schriftsteller hätte das alles nicht schöner erfinden können. Vor allem, da nichts davon, was in dem Artikel geschrieben stand, der Wahrheit entspricht. Wie bitte? Es handelt sich um den Scheidungsfall Dundas. Und wie es der Zufall will, hatte ich das zweifelhafte Vergnügen, in dieser Sache zu ermitteln. Ach, und? Der Gatte ist ein strenger Abstinenzler. Ach. Es gab keine Geliebte. Und das einzige Verhalten, das auch nur annähernd einer Handgreiflichkeit nahekommt, war seine lästige Angewohnheit, nach dem Essen sein falsches Gebiss herauszunehmen und es nach seiner ihm zutiefst verhassten Frau zu werfen. Geht. Nicht ganz die vornehme Art, ich weiß. Aber doch meilenweit davon entfernt, was die Zeitungsleute daraus gemacht haben. Also ich bin schockiert. Und das ist es, was ich meine, Watson. Hätte die Sache mit dem Gebiss in der Zeitung gestanden, hätten es die Menschen nicht geglaubt. Und das, obwohl es, wie ich sicher weiß, die reine Wahrheit ist. Und so ist es mit vielen Dingen. Nehmen Sie eine Prise Schnupftabak, wenn Sie mögen. Nein, danke. Oh, was für eine überaus hübsche Dose zu seiner Aufbewahrung. Ja, nicht wahr? Ich erhielt sie vor einigen Wochen als Geschenk des Königs von Böhmen. Ich verstehe. Nun, er hat ja auch allen Grund, Ihnen dankbar zu sein. Durchaus. Und der Ring, den Sie heute tragen? Ist ein Geschenk der holländischen Herrscherfamilie. Ah. Die Angelegenheit, in der ich die Freude hatte, ihr zu Diensten sein zu dürfen, ist indes derart delikat, dass ich nicht einmal Ihnen davon berichten darf. Oh, bedauerlich. Aber nicht zu ändern. Sind Sie denn derzeit mit einem Fall beschäftigt? Es sind etwa 10 oder 12. Oh, meine Güte. Das ist nicht ungewöhnlich. Ich versichere Ihnen aber, lieber Freund, es ist bedauerlicherweise nicht ein interessanter Fall dabei. Das vermag ich ja kaum zu glauben. Und dennoch ist es wahr. Zwar ist jeder dieser Fälle für sich genommen wichtig. Ach, wichtig für denjenigen, den es betrifft. Aber interessant im Sinne davon, dass es Sie oder Ihre Leser interessieren würde. Nein, das sind diese Fälle beileibe nicht. Tja. Indes habe ich herausgefunden, dass es meist die eher unbedeutenden Fälle sind, welche Gelegenheiten zu interessanten Beobachtungen und zur raschen Analyse von Ursache und Wirkung bieten. Erstaunlicherweise sind die größten Verbrechen oft am einfachsten zu lösen. Denn je größer das Verbrechen, desto offensichtlicher ist meist das dahinterstehende Motiv. Ob Sie wohl so freundlich wären, das Fenster zu öffnen? Aber gerne, lieber Freund. Habe ich Ihnen wieder zu viel geraucht? Mit einem Wort, ja. Abgesehen von einer reichlich verwickelten Angelegenheit, die mir aus Marseille zugetragen wurde, weist wirklich keiner der übrigen Fälle irgendwelche nennenswerten Besonderheiten auf. Schade. Oh,
Aber dabei wird es nicht bleiben, wenn ich richtig sehe. Was meinen Sie? Da, die junge Dame da drüben auf der anderen Straßenseite. Die mit der roten Feder am Hut? Ja. Was fällt Ihnen auf? Sie ist recht groß. Mhm. Scheint auch ziemlich nervös zu sein. Blickt immer wieder auf ihren Hauseingang. Ganz genau. Sie ringt offenbar noch mit sich, ob sie die Straße überqueren und an meinem Klingelzug ziehen soll, wie sie es eigentlich geplant hatte, oder nicht. Eine neue Klientin. Möglicherweise. Wenn sie den Mut aufbringt, den nächsten Schritt zu gehen. Jetzt setzt sie sich in Bewegung. Ja. Sicher wird es gleich läuten. Sie hat sich für das Richtige entschieden. Ha, tatsächlich. Was für einen Fall sie wohl bringen mag. Das habe ich ihr sofort angesehen. Ach ja? Ja, ich kenne diese Symptome bei meinen Klientinnen genau. Dann heraus damit. Es ist natürlich eine Herzensangelegenheit, die sie herführt. Ach. Kurz vor dem Ziel jedoch wurde sie unsicher, ob sie wirklich jemanden in die Sache einweihen soll. Erstaunlich. Und da ist sie schon und kann uns nun alles selbst erzählen. Herein. Eine Miss Mary Sutherland wünscht Sie zu sprechen, Mr. Holmes. Nur herein mit ihr, Mrs. Hudson. Gern. Die Herren lassen bitten, Miss. Danke. Guten Tag, Miss Sutherland. Guten Tag. Ich bin Sherlock Holmes und dies ist mein Freund und Kollege Dr. Watson. Dr. Watson? Miss Sutherland? Sie können vor ihm genauso offen sprechen wie vor mir. Ah ja, danke, Mrs. Hudson. Ich bin dann wieder unten. Wir rufen Sie, wenn wir noch etwas benötigen. Ja. Bitte, nehmen Sie Platz. Ja. Ein Tässchen Tee? Oh, nein, danke. Finden Sie nicht, dass bei Ihrer starken Kurzsichtigkeit das viele Schreibmaschine-Schreiben etwas zu anstrengend für Ihre Augen ist? Am Anfang war es auch sehr anstrengend, das stimmt. Mittlerweile weiß ich aber blind, wo die Buchstaben sind. Aha. Also? Haben Sie schon von mir gehört, Mr. Holmes? Nein. Wie kommen Sie darauf? Woher wissen Sie dann diese Dinge über mich? Ach, das. Da kann ich Sie beruhigen. Das sind bloß meine kleinen Fingerübungen. Solche Dinge zu sehen, die andere geflissentlich übersehen, gehört zu meiner Profession. Ja. Und ich bin durchaus sehr gut darin. Ach. Sonst wären Sie ja sicherlich heute auch nicht hierher gekommen, um mich zu konsultieren. Ja, ich komme auf Empfehlung von Mrs. Etheridge. Ah. Deren Mann sie mühelos ausfindig zu machen wussten, obwohl die Polizei und alle anderen ihn bereits für tot erklärt hatten. Das war's. Ich erinnere mich gut an diesen Fall. Auch das war eine hübsche kleine Fingerübung. Ach, wenn Sie für mich doch auch so viel tun könnten. Meine Dankbarkeit wäre Ihnen auf ewig gewiss. Oh. Zwar bin ich nicht reich, aber immerhin habe ich neben dem, was ich mit dem Maschineschreiben verdiene, an die 100 Pfund im Jahr, über die ich verfügen kann. Ich würde einen Großteil davon hergeben, wenn Sie herausfinden könnten, was aus Mr. Hosmer Angel geworden ist. Hosmer Angel? Ja, so heißt er. Darf ich zunächst fragen, warum Sie heute in solcher Eile zu Hause aufgebrochen sind, um mich aufzusuchen? Ich... Ach. Also, Sie machen mir Angst, Mr. Holmes. Ja, das höre ich oft. Was Sie alles wissen? Wie gesagt, das ist ja mein Beruf. Also? Ich habe in der Tat das Haus Knall auf Fall verlassen, weil ich mich sehr darüber geärgert habe, dass Mr. Windybank, das ist mein Vater, die ganze Sache um das Verschwinden von Mr. Hosmer Angel so leicht nimmt. Interessant. Erzählen Sie mal. Er weigert sich, mit mir in dieser Sache zur Polizei zu gehen. Und Sie um Rat zu bitten, wollte er auch nicht. Hat er irgendwelche Gründe für diese Haltung angegeben? Ach, er ist schlicht der Meinung, dass Mr. Angel nichts Schlimmes geschehen ist und man deshalb auch nichts unternehmen müsste. Sie sind offensichtlich nicht dieser Meinung. Nein, ganz und gar nicht. Heute kam es erneut deswegen zu einem unschönen Wortgefecht. Danach habe ich mich sofort in meine Kleidung geworfen und bin schnurstracks hierher gelaufen. Mhm.
Dieser Mr. Windybank wird Ihr Stiefvater sein, da er ja einen anderen Nachnamen führt. Das ist richtig. Ich nenne ihn aber Vater, was durchaus seltsam ist, denn er... Ja? Er ist nur 5 Jahre und 2 Monate älter als ich. Hm. Ach. Und Ihre Mutter? Sie lebt noch? Ja, Mutter geht es gut. Ich war zugegebenerweise nicht sehr erfreut, dass sie so kurz nach Vaters Tod wieder geheiratet hat. Zumal es sich um einen Mann handelt, der volle 15 Jahre jünger ist als sie. Oh, sowas soll vorkommen. Mein leiblicher Vater war Klempner und betrieb ein gut laufendes Geschäft in der Tottenham Court Road. Mhm. Mutter hat es mit seinem Vorarbeiter, Mr. Hardy, auch nach seinem Tod zunächst weitergeführt. Erst als Mr. Windybank in ihr Leben trat, hat sie es dann verkauft. Auf sein Betreiben hin? Ja, er ist nämlich etwas Besseres. Oh, sieh an. Was genau? Reisender in Sachen Wein. Aha. Mutter hat 4.700 Pfund für Vaters Geschäft bekommen. Oh. Leider bei weitem nicht das, was er selbst bei einem Verkauf hätte erzielen können, wenn er noch gelebt hätte. Dieses hübsche jährliche Einkommen, welches Sie vorhin erwähnt haben, das stammt aus dem Verkaufserlös des Geschäfts Ihres Vaters? Oh nein, das hat damit gar nichts zu tun. Das habe ich meinem Onkel Ned aus Auckland zu verdanken. Ach. Er hat mir eine große Summe in neuseeländischen Anlagepapieren hinterlassen, welche zu 4% festgelegt sind. Aha. Derzeit kann ich jedoch nur über die damit erwirtschafteten Zinsen verfügen. Das sind diese 100 Pfund im Jahr. Ich denke, mit dieser stolzen Summe und dem, was Sie sich nebenher verdienen, wird es Ihnen sicherlich möglich sein, viele Reisen zu unternehmen und sich auch ansonsten einige Ihrer Herzenswünsche zu erfüllen. Nein, ich könnte mit weit weniger auskommen, aber solange ich noch zu Hause lebe, möchte ich meinen Eltern nicht zur Last fallen. Deshalb habe ich mich vor einigen Jahren entschlossen, Ihnen das Geld zur Verfügung zu stellen. Oh, wie überaus großzügig von Ihnen. Allerdings. Das gilt natürlich nur vorläufig und nur solange ich dort wohne. Mr. Windybank hebt vierteljährlich die erwirtschafteten Zinsen ab und übergibt diese an meine Mutter. Ach. Ich komme im Grunde genommen sehr gut mit dem zurecht, was ich durch das Maschineschreiben verdiene. Ich erhalte 2 Pence pro Seite und schaffe an guten Tagen 15 bis 20 Seiten. Oh, alle Achtung. Ja, ich bin mittlerweile wirklich sehr flink darin. Die Arbeit macht mir auch Spaß. Das ist schön. Über Ihre Lebenssituation bin ich nun bestens im Bilde. Erzählen Sie mir nun bitte alles Wissenswerte über Ihre Beziehung zu Mr. Hosmer Angel. Ja. Gern. Alles hatte damit begonnen, dass meine Mutter und mich ein Brief erreichte. Was hast du denn da, Kind? Einen Brief von der Klempnerinnung. Ach, sieh mal eine an. Denken die also immer noch an uns? Nicht nur das. Sie laden uns sogar zu ihrem Ball ein. Ist das nicht herrlich? Oh ja. Ich weiß wirklich nicht, was daran herrlich sein sollte. Ihr werdet den Teufel tun, dorthin zu gehen. Es wäre so eine hübsche Abwechslung, Vater. Ja, Mary hat vollkommen recht, James. Wie ihr beiden nur zu gut wisst, bin ich generell nicht dafür, andauernd auszugehen. Andauernd? Wir gehen doch nie aus, weil du es verabscheust. Aus gutem Grund. Und dass ihr auf diesen Klempnerball geht, möchte ich schon gleich gar nicht. Warum nicht? Früher sind wir oft dorthin gegangen. Und es waren immer sehr schöne Abende. Nicht wahr, Mutter? Waren es, ja. Nun, wenn schon. Dort verkehrt beileibe nicht der rechte Umgang für meine Frau und meine Tochter. Das ist Unsinn. Es werden alle alten Freunde von Vater dort sein. Wann ist denn dieser Ball überhaupt? Moment. Nächste Woche Freitag. Damit hat sich das Thema sowieso erledigt, denn da werde ich auf Geschäftsreise in Frankreich sein. Ach, schade. Ja, aber nicht zu ändern. Ihr könnt ja schlecht auch noch ohne männliche Begleitung auf solch eine ohnehin zweifelhafte Veranstaltung gehen. Tja. Mr. Hardy könnte uns doch begleiten. Welch glänzende Idee. Ja, warum nicht? Mr. Hardy. Er genießt einen sehr guten Ruf in der Branche. Ja. Und hat mir nach Philipps Tod in vielen Dingen geholfen. Das macht ihn noch lange nicht zu einer passenden Ballbegleitung. Och,
Bitte, Vater, lass uns doch gehen. Du hast doch gar nichts anzuziehen. Ach. Das ist nicht wahr. Ich habe doch noch das rote Kleid aus Baumwollsamt, das seit Jahren im Schrank hängt, weil es seitdem nie eine Gelegenheit gab, es zu tragen. Ach ja, und dabei steht es dir so gut. Stimmt. Ach, bitte, Vater. Du würdest uns eine so große Freude machen, James. Mhm. Ach, macht doch, was ihr wollt. Es hat ja doch keinen Zweck, euch Frauenleuten etwas verbieten zu wollen. Das wird herrlich, Mutter. Ich werde sofort an Mr. Hardy schreiben. Mach das. Ach, Gott. Auf dem Ball wollte es das Schicksal, dass ich versehentlich einem attraktiven jungen Mann auf den Fuß trat. Oh, bitte entschuldigen Sie. Wie unachtsam von mir. Es tut mir so leid. Schon gut, schon gut. Ich hatte mich schon darauf eingestellt, auf der Tanzfläche den ein oder anderen Tritt abzubekommen. Und dass es jetzt vorher schon geschieht, ist eine handfeste Überraschung. Das muss ich zugeben. Wie kann ich das nur wieder gut machen, Mr. Angel. Hosmer Angel. Und Sie sind... Mary Sutherland. Ah, Mary Sutherland. Ehrlich gesagt, wüsste ich das schon eine Wiedergutmachung. Ja? Ja. Wie wäre es, wenn Sie mich von meinen ungeheuren Schmerzen ablenken, indem Sie augenblicklich mindestens 3 Tänze mit mir tanzen und sich dann von mir ein Glas Punsch ausgeben lassen? Oh, sehr gern. Dann kommen Sie. Ja. Es wurde die schönste Ballnacht, die ich je erlebt habe. Mr. Angel wich nicht mehr von meiner Seite und erwies sich als ebenso guter Tänzer wie als äußerst galanter Gesprächspartner. Meine Mutter war ebenfalls sehr angetan von ihm. Ich schwebte tags darauf immer noch wie auf Wolken, selbst am Abend. Nanu? Oh, Mr. Angel! Guten Abend, Miss Sutherland. Guten Abend. Verzeihen Sie, dass ich Sie einfach so zu Hause aufsuche, aber... Ach, das macht doch nichts. Bitte, treten Sie ein. Nein, danke. Ich möchte nicht stören. Aber Sie stören nicht. Ganz gewiss nicht. Ich wollte mich lediglich erkundigen, ob Sie und Ihre Frau Mutter gestern Nacht gut nach Hause gekommen sind. Oh ja, das sind wir. Vielen Dank der Nachfrage. Dann bin ich beruhigt. Sind die Blumen da für mich? Oh ja, ja natürlich. Bitte. Oh, danke sehr. Die sind zauberhaft. Wenn Sie Zeit und Lust haben, dann könnten wir vielleicht noch ein wenig spazieren gehen. Von Herzen gern. Ich stelle nur rasch die Blumen ins Wasser. Machen Sie das. Wir gingen auch an den folgenden beiden Tagen immer in den späten Nachmittagsstunden miteinander spazieren. Mhm. Dann war das leider nicht mehr möglich. Warum? Weil... Vermutlich, weil Ihr Stiefvater von seiner Geschäftsreise aus Frankreich zurückkehrte. So ist es. Deshalb traute sich Mr. Angel dann nicht mehr in die Nähe unseres Hauses. Ich hatte ihm erzählt, dass mein Stiefvater sehr streng ist und es nicht mag, wenn wir Besuch erhalten. Seiner Meinung nach sollte eine Frau einzig und allein im Kreis ihrer Familie glücklich sein. Tja. Ich hätte diesen Kreis liebend gern um Mr. Hosmer Angel erweitert, wie Sie sich sicher denken können. Durchaus. Ich vermute aber, dass Ihre Kommunikation trotz der störenden Anwesenheit Ihres Stiefvaters nicht vollständig abbrach. Nein, wir schrieben uns und das täglich. Ach. Hosmer, Mr. Angel, versicherte mir in seinen Briefen, dass es besser wäre, sich erst wieder zu treffen, wenn Vater erneut abgereist wäre. Ich holte immer gleich morgens früh die Post heimlich ins Haus, sodass er nichts davon bemerkte. Aha. Waren Sie und Mr. Angel zu diesem Zeitpunkt schon miteinander verlobt? Oh ja, das waren wir schon nach unserem ersten gemeinsamen Abendspaziergang. Ach,
Das nenne ich Entschlussfreude. Ja. Ich war mir in meinem ganzen Leben noch nie so sicher, dass eine Entscheidung richtig war, wie in dem Moment, als ich Ja zu dieser Verlobung sagte. Ach. Gewiss haben Sie sich doch erkundigt, was Ihr Verlobter beruflich macht. Selbstverständlich. Er ist Kassierer in einem Büro in der Leadenhall Street und... In welchem Büro genau? Tja, das ist ja das Malheur, Mr. Holmes. Ich weiß es nicht. Aber Sie werden doch wenigstens wissen, wo er wohnt. Er sagte mir, dass er in der Firma schlafe. Du liebe Güte. Wenn Sie die genaue Anschrift nicht kennen, an welche Adresse haben Sie dann die Briefe geschickt? Postlagernd, an das Postamt in der Leadenhall Street. Ah, ich verstehe. Er befürchtete, dass seine Kollegen ihn hänseln würden, wenn er Briefe einer Dame ins Büro bekommen würde. Ich bot ihm daraufhin an, dass ich meine Briefe ja, wie er die seinen auch, auf der Schreibmaschine schreiben könnte, um ihnen somit ein neutraleres Aussehen zu geben. Dies lehnte er aber kategorisch ab. Aha. Mit welcher Begründung? Wenn ich sie mit der Hand schriebe, dann kämen sie für ihn unmittelbar aus meinem Herzen. Wenn ich sie jedoch tippe, hätte er das Gefühl, dass zwischen uns eine Maschine stehe. Oh. Sieh an. Daran sehen Sie, wie sehr ihm an mir gelegen ist. Das ist alles in der Tat sehr aufschlussreich. Es zeigt sich mal wieder, dass es die kleinen Details sind, die oftmals die wichtigen Hinweise auf die Lösung eines Falles liefern. Aha. Aber... Was können Sie mir noch über Mr. Angel berichten? Er ist ein ausgesprochen scheuer Mensch. Es war ihm zum Beispiel immer wichtig, dass wir uns erst abends zu unseren Spaziergängen trafen. Er begründete dies damit, dass er es hasse, aufzufallen. Mhm. Wenn wir uns trafen, war sein Verhalten immer von größter Zurückhaltung geprägt. Mhm. Er hat sich also stets wie ein Gentleman benommen? Oh ja, das hat er. Seine Stimme war sehr heiser und leise, fast nur ein Flüstern. Dies sei ein bedauerliches Überbleibsel einer chronischen Halsentzündung in seiner Kindheit. Mhm. Und seine Kleidung? War immer gut, sauber und ordentlich. Seine Augen sind indes genauso schwach wie meine. Er trägt zudem dunkel getönte Gläser, um sie vor Helligkeit zu schützen. Aha. Auch bei diesen Abendspaziergängen, die Sie erwähnten? Ja, er sagte, dass er die Brille nur zum Schlafen abnehme. Ach. Was geschah denn, als Ihr Stiefvater das nächste Mal zu einer Geschäftsreise aufbrach? Ja. Da kam Mr. Angel erstmalig wieder zu uns nach Hause und ließ sich sogar von meiner Mutter überreden, das Haus zu betreten. Mhm. Sie zittern ja, Mr. Angel. Ich habe Ihnen etwas Wichtiges zu sagen, Miss Sutherland. Bitte, ich höre. Soll ich vielleicht besser... Nein, bitte bleiben Sie, Mrs. Windybank. Schön. Ich denke, es wäre das Beste, wir würden heiraten, noch ehe Ihr Vater zurückkehrt. Oh, Mary! So, jetzt ist es heraus. Aber das geht doch nicht. Es muss gehen. Ich kann nicht länger warten. Mary, bedenk doch, welch ein Glück dir bevorsteht. Nein, so gern ich auch möchte, Mr. Angel, das müssen Sie mir glauben. Aber ich weiß nicht, ob das richtig ist. Lieben Sie mich denn etwa nicht? Ach doch, das schon. Ich dachte, aber wir wären uns einig, dass wir heiraten wollen. Ja, das schon, aber... Mrs. Windybank. Ja, Mr. Angel? Haben Sie eine Bibel zur Hand? Gewiss. Sie ist hier, bitte sehr. Danke. Miss Sutherland, schwören Sie mir auf die Bibel, dass sie mir immer die Treue halten werden, ganz gleich, was auch passieren wird. Schwören Sie es, ich bitte Sie. Ich kann sonst keine Nacht mehr ruhig schlafen. Ach, worauf wartest du? Du warst dir doch so sicher, Kind. Das bin ich mir auch noch, aber... Warum also zögern? Also schön. Ich schwöre Ihnen, immer die Treue zu halten. Ganz gleich, was auch geschieht. Ganz gleich, was auch geschieht. Ich danke Ihnen. Bitte, wenn dem wirklich so ist, dann heiraten Sie mich. Und zwar in den nächsten Tagen. Ich... Tu es doch, Kind. Tu es. Ich bitte dich.
Es ist die richtige Entscheidung. Aber was ist mit Vater? Ich will ihn ungern übergehen. Mach dir wegen ihm keine Sorgen. Seine Zustimmung werde ich schon erwirken, sobald er zurück ist. Lass mich nur machen. Also schön. Sie machen mich sehr glücklich, Miss Sutherland. Sehr, sehr glücklich. Ohne das Wissen meiner Mutter und meines Verlobten habe ich trotzdem noch an diesem Abend einen Brief nach Bordeaux gesandt und meinen Vater darin über die bevorstehende Hochzeit in Kenntnis gesetzt. Unglücklicherweise kam der Brief am Morgen der Trauung ungeöffnet zurück. Er hat ihn also nicht erreicht? Nein, denn er war bereits kurz zuvor abgereist, als der Brief in Frankreich ankam. Für wann hatten Sie Ihre Trauung festgesetzt? Für vergangenen Freitag. Gedachten Sie, kirchlich zu heiraten? Ja, aber es sollte nur eine kleine, stille Zeremonie werden. Wir haben uns für St. Xavier nahe King's Cross entschieden. Im Anschluss wollten wir im St. Pancras Hotel mit meiner Mutter, die unser einziger Hochzeitsgast war, frühstücken. Ah ja. Hosmer kam an diesem Morgen in einem Zweisitzer, um uns zur Kirche abzuholen. Das dürfte etwas eng geworden sein. Ja, daher überließ er den Zweisitzer auch meiner Mutter und mir und fuhr selbst mit einer vierrädrigen Kutsche hinterher. Wir kamen als Erste vor der Kirche an. Ach, sieh nur, da kommt die Kutsche, Mary. Ach, Gott sei Dank, es ist schon so spät. Aber jetzt wird alles ganz schnell gehen, du wirst sehen. Ich hoffe ganz recht. Ho, ho, bleib stehen. Schön stehen bleiben. So. Ach, warum steigt er denn nicht aus? Oh, da ist etwas passiert. Komm. Ja. Hosmer? Hosmer? Was hat das zu bedeuten? Die Kutsche ist leer. Aber wo kann er denn bloß geblieben sein? Kutscher, wo ist mein Bräutigam? Ist er denn nicht in der Kutsche, Miss? Würde ich sonst fragen? So was. Ich habe mit eigenen Augen gesehen, dass er eingestiegen ist. Das kann ich beschwören. Und wir auch. Was soll denn jetzt bloß werden? Oh, Mutter. Du armes Kind. Es wird ihm doch nicht etwas zugestoßen sein. Er wird bestimmt wieder auftauchen, dessen bin ich gewiss. Seitdem haben Sie kein Lebenszeichen von Ihrem Verlobten erhalten? Nein, er tauchte nicht mehr auf und einen Brief hat er auch nicht geschickt. Wie Sie sich denken können, bin ich verzweifelt. Ja, wer wäre das nicht an Ihrer Stelle? Mir scheint, man hat Ihnen sehr übel mitgespielt, ja. Miss Sutherland. Ich kann nicht glauben, dass er mich mutwillig am Altar hat stehen lassen. Noch bevor wir losgefahren sind, hat er mich mehrfach daran erinnert, was ich ihm geschworen hatte. Du hast auf die Bibel geschworen, mir treu zu bleiben, Mary. Was auch geschieht, daran musst du immer denken. Es ist ein heiliger Eid, der dich an mich bindet. Es kam mir seltsam vor, dass er am Hochzeitsmorgen so sprach. Was aber im weiteren Verlauf geschah, gab seinen Worten gewissermaßen eine unheilvolle Bedeutung. Oh, zweifellos. Sie gehen, wie ich vermute, davon aus, dass ihm eine unvorhergesehene Katastrophe zugestoßen ist, durch die er daran gehindert wurde, pünktlich am Altar zu erscheinen. Ja, Mr. Holmes. Ich glaube, dass er von einer ihm drohenden, schrecklichen Gefahr wusste und deshalb so merkwürdig sprach. Seine schlimmsten Befürchtungen müssen dann eingetreten sein. Was das gewesen sein könnte, darüber wollen Sie jedoch keine Vermutung anstellen. Nein. Wie sollte ich auch? Darf ich mich erkundigen, wie Ihre Frau Mutter diese unschönen Verwicklungen aufgenommen hat? Sie war ausgesprochen verärgert über Mr. Angels Nichterscheinen und bat mich auch inständig, nie wieder davon zu sprechen. Tja. Und als Sie Ihrem Stiefvater nach seiner Rückkehr die ganze Sache gebeichtet haben, Da hat er mir versichert, dass ich bestimmt bald wieder von Hosmer hören würde und man daher jetzt gar nicht solch einen Wind zu machen brauche. Er sagte, und damit hat er zweifellos recht, dass die Sache anders aussähe, wenn mein Verlobter von mir Geld erhalten hätte. Aber dem war ja nicht so.
Was das Finanzielle anbetraf, war Hosmer sein eigener Herr. Er hat nicht einmal einen Schilling von mir verlangt, geschweige denn, dass wir meine finanziellen Verhältnisse jemals erörtert hätten. Er wusste also nicht, dass Sie allerbestens abgesichert sind. Nein, zumindest nicht von mir. Ha. Warum schreibt er mir nicht wenigstens? Die ganze Sache lässt mich noch verrückt werden. Ich kann schon keine Nacht mehr schlafen. Ich werde mich Ihres Falls umgehend annehmen und hege nicht den geringsten Zweifel, dass ich ein eindeutiges Ergebnis erzielen werde. Ich danke Ihnen, Mr. Holmes. Dafür dürfte es noch zu früh sein. Versprechen Sie mir jedoch bitte, dass Sie sich bemühen werden, nicht mehr pausenlos an das alles zu denken. Lassen Sie Mr. Hosmer Angel einfach aus Ihrem Gedächtnis verschwinden. Dann gehen Sie also davon aus, dass ich ihn nicht wiedersehen werde? Ich fürchte, das muss ich bejahen, so leid es mir tut. Aber... Was ist denn bloß mit ihm geschehen, Holmes? Das ist nicht so einfach zu beantworten. Mit dieser Frage werde ich mich ausführlich beschäftigen müssen. Ich benötige dazu eine sehr genaue Beschreibung seines Aussehens und einige Briefe, die Sie einstweilen entbehren können. Ich habe vorige Tage im Chronicle nach ihm annonciert. Hier ist der Zeitungsausschnitt. Sehr gut. Danke. Und hier sind vier der Briefe, die er mir geschickt hat. Dies ist Ihre korrekte Adresse? Lion Place 31, Camberwell? Ja, ganz recht. Dort erreichen Sie mich. Wo befindet sich die Firma Ihres Stiefvaters? Er reist für Westhouse und Marbank, den großen Weinimporteur in der Fenchurch Street. Dann bin ich einstweilen im Bilde. Denken Sie bitte an meinen Ratschlag. Betrachten Sie die Sache unbedingt als abgeschlossen. Lassen Sie nicht zu, dass dadurch Ihr weiteres Leben beeinträchtigt wird. Sie sind sehr freundlich, Mr. Holmes, aber Sie verlangen leider Unmögliches von mir. Ich werde Hosmer treu bleiben, so wie ich es ihm geschworen habe. Er soll mich bereit finden, wenn er eines Tages zurückkommen wird. Diesen Tag wird es nicht geben. Das muss ich Ihnen leider so hart und unmissverständlich sagen. Ich habe noch Hoffnung. Das ehrt Sie. Ihr Warten wird jedoch vergebens sein, glauben Sie mir. Ich werde Ihnen schreiben, wenn ich genaueres weiß. Und dann werden wir uns hier bei mir in der Baker Street erneut treffen. Gern. Dr. Watson? Miss Sutherland? Mr. Holmes? Warten Sie, ich öffne Ihnen die Tür. Zu freundlich. Nicht doch. Mrs. Hudson? Ja, doch. Bitte übernehmen Sie. Von Herzen gern, Mr. Holmes. Sie müssen nicht immer so schreien. Kommen Sie, Miss. Ich begleite Sie zur Tür. Danke. Ein hochinteressantes Studienobjekt, diese junge Frau. Ich fand sie sogar noch um einiges interessanter als ihr Problem, das, nebenbei bemerkt, doch ziemlich abgedroschen und einfach ist. Ach, das könnte ich jetzt so nicht sagen. Wenn Sie meine Aufzeichnungen durchstöbern, dann werden Sie darin ähnlich gelagerte Fälle in Andover und Den Haag finden. So alt aber generell die dahintersteckende Idee auch sein mag, es gab in dieser Ausführung dennoch ein, zwei Elemente, die mir neu waren. Aha. Die Klientin an sich war aber besonders ergiebig. Sie scheinen ja in ihr eine ganze Menge gelesen zu haben, das für meine Augen unsichtbar geblieben ist. Nicht unsichtbar. Sie haben es einfach, wie leider so oft, nicht beachtet. Da Sie sich meist nicht im Klaren darüber sind, worauf Sie achten sollten, haben Sie schlicht alles Wesentliche übersehen. Wie viele Male habe ich schon vergeblich versucht, Ihnen die Bedeutung von Ärmelaufschlägen, Fingernägeln oder Schnürsenkeln klarzumachen. Na ja, ich... Also, was konnten Sie dem Äußeren dieser Frau entnehmen? Beschreiben Sie bitte. Sie trug einen breitkrempigen Strohhut mit einer ziegelroten Feder. Mhm. Ein schwarzes Jackett mit gleichfarbigen Perlen verziert. Ihr Kleid hingegen
war braun, mit ein wenig rotem Baumwollsamt am Hals und den Ärmeln abgesetzt. Mhm, dazu trug sie graue Handschuhe, an denen der rechte Zeigefinger durchschien. Ihr Schuhwerk habe ich nicht beachtet. Insgesamt vermittelte ihre Kleidung und ihr Auftreten den Eindruck von Wohlstand. Sehr gut. Wirklich sehr gut, Watson. Danke sehr. Sie haben zwar mal wieder alles Wesentliche übersehen, aber ich komme nicht umhin, Ihnen zu attestieren, dass Sie die Methode im Grunde doch verstanden haben. Ja. Außerdem haben Sie durchaus ein gutes Auge für Farben. Das gefällt mir. Was hätte ich denn um Himmels Willen besser machen können? Ich konzentriere mich bei einer Dame zunächst immer auf die Ärmel. Bei einem Mann kann es hingegen hilfreich sein, als erstes die Kniepartie der Hose in Augenschein zu nehmen. Aha. Wie Sie richtig beobachtet haben, hatte Miss Sutherland Baumwollsamt an ihren Ärmelaufschlägen. Ein Material, das hervorragend Spuren bewahrt. Zum Beispiel? Zum Beispiel die doppelte Linie kurz über dem Handgelenk. Genau dort also, wo jemand, der viel mit der Maschine schreibt, sich auf dem Tisch aufstützt. Eine mit der Hand zu bedienende Nähmaschine hinterlässt einen ganz ähnlichen Abdruck, jedoch nur am linken Ärmelaufschlag. An der Nase unserer Klientin waren überdies deutliche Abdrücke eines Zwickers zu erkennen. Deshalb habe ich mich als erstes über ihre Kurzsichtigkeit und das Maschineschreiben geäußert, was die junge Dame ja durchaus in gewisses Erstaunen versetzte. Ja, und mich ebenfalls. Als ich meinen Blick weiter nach unten schweifen ließ, bemerkte ich dann, dass Miss Sutherland versehentlich zwei verschiedene Stiefeletten angezogen hatte. Ach. Zudem war der linke Stiefel nicht einmal vollständig bis oben zugeknöpft. Daher folgerten Sie, dass sie in großer Eile aufgebrochen war. Wie Sie richtig bemerkten, war der rechte Handschuh im Bereich des Zeigefingers beschädigt. Was Sie indes übersehen haben, war, dass die Dame heute früh offenbar in großer Eile noch etwas mit der Hand geschrieben hat und dabei die Feder zu tief in die violette Tinte getaucht hat. Der Finger war daher fleckig. Dies sprach erneut dafür, dass sie durch irgendein Ereignis völlig aus der Bahn geworfen worden war. Erstaunlich. Ach, nichts als Fingerübungen. Ja. Bitte seien Sie so gut und lesen Sie mir die Annonce vor, die Miss Sutherland im Chronicle veröffentlichen ließ. Gern. Seit dem Morgen des 14. wird ein Gentleman namens Hosmer Angel vermisst. Er ist etwa 5 Fuß 7 Zoll groß, ist von kräftiger Statur, hat eine blasse Hautfarbe, schwarzes Haar mit sich lichtendem Haupthaar in der Kopfmitte, einen buschigen, ebenfalls schwarzen Backen- und Oberlippenbart, trägt eine getönte Brille und spricht nur im Flüsterton. Trug bei seinem Verschwinden einen schwarzen, seidenbesetzten Gehrock, eine schwarze Samtweste mit kurzer goldener Uhrkette, graue Hosen aus Tweed und braune Gamaschen. War in einem Büro in der Leadenhall Street angestellt. Für verlässliche Informationen und so weiter und so weiter. Interessant. Was diese Briefe angeht, so scheinen sie recht gewöhnlich zu sein. Sie enthalten keine brauchbaren weiterführenden Hinweise auf Mr. Angel. Außer, dass er manchmal Balzac zitiert. Tja, Balzac ausgerechnet. Eines ist jedoch mehr als auffällig. Sie meinen, dass sie sämtlich mit der Maschine geschrieben sind? Ja, und nicht nur das. Sehen Sie mal, selbst die Unterschrift ist getippt. Ja, stimmt. Wie sauber und fein dort unten Hosmer Angel steht. Ja. Überschrieben sind die Briefe nur mit Leadenhall Street. Ja, reichlich vage. Aber das mit der nicht vorhandenen Unterschrift dürfte von entscheidender Bedeutung sein. Ach ja? Watson, jetzt bitte ich Sie aber, kann es möglich sein, dass sich Ihnen die Bedeutung wirklich nicht erschließt? Meinen Sie, dass er das getan hat, um sich bei einer eventuellen Anklage wegen eines nicht eingehaltenen Eheversprechens herauswinden zu können? Ach, so ein zum Himmel schreiender Unsinn. Na ja. Das ist schon wieder viel zu kompliziert von Ihnen gedacht. Nein, die Sache ist viel einfacher. Ich werde jetzt zwei Briefe verfassen, die uns der Lösung des Falles näher bringen werden. Und ist es erlaubt zu erfahren, an wen Sie schreiben? Durchaus. Der eine Brief geht an diese Firma in der Innenstadt, bei der der Stiefvater von Miss Sutherland angestellt ist, und der andere an Mr. Windybank persönlich.
Was wollen Sie denn von dem? Ihn fragen, ob er bereit ist, sich morgen um 6 Uhr hier mit uns zu treffen. Aha. Und warum das? Das werden Sie dann schon sehen. Bis morgen, lieber Freund. Ja, bis morgen. Am nächsten Abend fand ich mich gegen kurz vor 6 wieder in der Baker Street ein. Holmes war allein. Und? Haben Sie das Rätsel um den verschwundenen Bräutigam von Sutherland lösen können? Selbstverständlich. Ach. Der Fall war nie besonders rätselhaft. Das habe ich ja gestern schon geäußert. Bedauerlicherweise gibt es jedoch kein Gesetz, mit dem man dem Schuft zu Leibe rücken könnte. Was hat er denn bloß damit beabsichtigt, Miss Sutherland am Altar zu versetzen? Die Lösung könnte nicht naheliegender sein. Ach ja, aber... Herein! Ein Mr. James Windybank ist hier und wünscht, Sie zu sprechen, Mr. Holmes. Ah, nur herein mit ihm, Mrs. Hudson. Mr. Holmes lässt bitten, Sir. Danke. Guten Abend. Guten Abend. Und danke für Ihre mit der Maschine geschriebene Nachricht, dass Sie meiner Einladung Folge leisten werden. Ich bin Sherlock Holmes und dies ist mein Freund und Kollege Dr. Watson. Guten Abend. Guten Abend. Verzeihen Sie meine leichte Verspätung, meine Herren. Das macht nichts. Bitte, nehmen Sie Platz. Gerne. Sie werden gehört haben, dass ich... nicht gerade erfreut war, dass Miss Sutherland Sie beide ins Vertrauen gezogen hat. Ja, das ist uns bekannt. Es war von jeher meine Überzeugung, dass man derlei Wäsche besser nicht in der Öffentlichkeit wäscht. Ja. Wobei ich dennoch froh bin, dass Mary nur zu Ihnen und nicht zur Polizei gegangen ist. Sie ist eine höchst impulsive junge Frau. Und es ist nicht ganz einfach, sie von etwas abzubringen, wenn sie sich erst mal was in den Kopf gesetzt hat. Aber das werden Sie ja möglicherweise auch schon bemerkt haben. Es hat mich durchaus zu beeindrucken gewusst, in welch hohem Maße Miss Sutherland für ihre Liebe zu kämpfen bereit ist. Liebe? Dem Kerl jetzt auch noch mit Privatermittlern nachzuspüren, halte ich für die größte Geldverschwendung. Wie sollte es Ihnen denn wohl möglich sein, diesen Hosmer Angel ausfindig zu machen? Oh, was das betrifft, da habe ich so meine Methoden. Und die haben auch in diesem Fall wieder einmal zum Erfolg geführt. Sie wollen damit sagen, dass Sie den Kerl gefunden haben? Allerdings. Warum sollte ich Sie sonst herbestellt haben? Tja, das ist eine Überraschung. Aber ich freue mich sehr, das zu hören. Wussten Sie, dass eine Schreibmaschine genauso viel Individualität besitzen kann wie eine Handschrift? Ach ja? Ja. Wenn die Maschine nicht mehr ganz neu ist, schreiben keine zwei Maschinen genau gleich. Denn die einzelnen Typen nutzen sich immer unterschiedlich stark ab. Das war mir nicht bekannt. Sehen Sie mal hier. Das ist die Nachricht, die Sie mir freundlicherweise gestern sandten. Wenn Sie genau hinsehen, werden Sie über jedem E einen kleinen schwarzen Fleck erkennen. Stimmt. Und? Was soll das bedeuten? Wenn ich Ihre Aufmerksamkeit zudem auf das R richten darf, meine Herren, dort werden Sie sehen, dass es einen kleinen Defekt in dem geschwungenen Bogen gibt. Auch das, ja. Es gibt darüber hinaus noch 14 weitere Charakteristika, die auf dieser speziellen Maschine geschriebene Mitteilung sicher identifizierbar machen. In der Firma, für die ich reise, benutzen wir diese Maschine für die gesamte Korrespondenz. So, so. Und jetzt sehen Sie mal hier, das dürfte Sie interessieren. Was ist das? Das sind 4 der Briefe, die Ihre Stieftochter angeblich von ihrem später dann schmerzlich vermissten Bräutigam erhalten hat. Ja, und... Wenn Sie sich die Mühe machen, genauer hinzusehen, dann werden Sie feststellen, dass über jedem E ein schwarzer Fleck zu sehen ist und jedes R einen beschädigten Bogen aufweist. Ach.
Wenn Sie sich meiner Lupe bedienen möchten, werden Sie außerdem feststellen, dass auch die erwähnten 14 weiteren Charakteristika in diesen Briefen zu finden sind. Soll das etwa heißen, dass... Ich habe weitaus Besseres zu tun, als meine Zeit mit solchen Fantastereien zu vergeuden. Wenn es Ihnen wirklich gelungen ist, den Mistkerl zu schnappen, lassen Sie es mich wissen. Gerne. Bitte nehmen Sie wieder Platz. Ich lasse Sie hiermit wissen, dass ich ihn geschnappt habe. Was? Wo? Zeit, die Maske fallen zu lassen, Mr. Windybank. Egal, wie sehr Sie sich auch winden mögen, Sie kommen aus der Sache unmöglich wieder raus. Es war alles viel zu durchsichtig. Mr. Windybank ist der Täter? Mhm. Ich habe mich keiner einzigen Straftat schuldig gemacht. Ja, dem ist leider so, das muss ich zugeben. Dennoch haben wir es in diesem Fall mit einer der grausamsten, selbstsüchtigsten und herzlosesten Taten zu tun, die mir seit langer Zeit untergekommen ist. Also, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich werde Punkt für Punkt die Ereignisse Revue passieren lassen und Sie unterbrechen mich bitte, sollte etwas davon nicht der Wahrheit entsprechen. Wenn's sein muss. Es muss sein. Da bin ich aber mal gespannt. Im Grunde handelt die Geschichte von einem skrupellosen Mann, der eine sehr viel ältere Frau allein des Geldes wegen geheiratet hat. Also. Er kam dadurch auch in den Genuss, über das nicht unbeträchtliche Vermögen der Tochter seiner Frau zu verfügen. Zumindest, solange diese noch im elterlichen Haushalt wohnte. Der Verlust dieses Geldes wäre durchaus schmerzvoll gewesen. Und somit lohnte sich der Versuch, es unter allen Umständen zu bewahren. Das ist doch... Die Tochter des Hauses war attraktiv, gutmütig, freundlich, warmherzig und liebevoll. Und somit war damit zu rechnen, dass diese junge Frau nicht mehr lange allein bleiben würde. Was also tat der um die 100 Pfund im Jahr immens besorgte Stiefvater? Er wählte den naheliegenden Weg, verbat der Tochter, die Gesellschaft von Gleichaltrigen zu suchen und zwang sie zu großer Häuslichkeit. Als die Tochter jedoch dem Wunsch Ausdruck verlieh, einen bestimmten Ball zu besuchen, musste er seine Taktik schnell den neuen Gegebenheiten anpassen. Mit Hilfe seiner Frau maskierte er sich mit einer getönten Brille, einem angeklebten Backen- und Oberlippenbart und verstellte seine charakteristische Stimme, indem er als Mr. Hosmer Angel nur noch flüsterte. Also sowas... Da die Tochter stark kurzsichtig ist, fühlte er sich auf dem Ball und im Dämmerlicht der Abendspaziergänge vollkommen sicher. Der Plan ging auf. Er stach ein für alle Mal jeden anderen Mann aus. Das Ganze begann als ein Scherz und nichts weiter. Meine Frau und ich hätten nicht geglaubt, dass sich Mary so weit hinreißen lassen würde. Sie ließ sich aber hinreißen, und da sie ihren Stiefvater in Frankreich auf Geschäftsreise wähnte, kam ihr nicht der geringste Verdacht, einer von langer Hand geplanten Intrige auf den Leim gegangen zu sein. Die Verlobung und das treue Gelöbnis auf die Bibel dienten einzig dazu, dass sich die als sehr beständig bekannte Miss Sutherland nun auf lange Zeit keinem anderen Mann mehr zuwenden würde. Um die Sache letztlich zu einem Abschluss zu bringen, beschlossen unsere skrupellosen Verschwörer, die ganze Sache mit einem Knalleffekt zu beenden. Daher bediente der vermeintliche Hosmer Angel sich eines uralten Tricks, auf der einen Seite einer Droschke ein- und auf der anderen gleich wieder auszusteigen. Das ist unerhört. Hat sich das alles so abgespielt, Mr. Windybank? Vielleicht ja, vielleicht nein. Es ist ja auch vollkommen gleichgültig, denn strafbar ist das Ganze, wie bereits erwähnt, ja doch nicht. Wenn ein Mann eine Strafe verdient hat, dann sind Sie es. Bedauerlich, dass Miss Sutherland weder einen Bruder noch einen Freund hat. Ich würde nichts lieber tun, als Ihnen zu assistieren, Ihnen, Mr. Windybank, die Peitsche über den Rücken zu ziehen. Bitte tun Sie sich keinen Zwang an, Mr. Holmes. Das können Sie doch auch alleine. Holmes? Keine Sorge, soweit werde ich mich nicht herablassen. Das dachte ich mir. Auf Wiedersehen, meine Herren. Ich kann nicht sagen, dass es mich gefreut hat, Ihre Bekanntschaft gemacht zu haben, aber amüsant war es doch allemal, was Sie zum Besten gegeben haben. Also, das ist doch... Ganz ruhig. Lassen Sie sich nicht provozieren, Watson. Leben Sie wohl. Ich muss sagen, ich bin ganz und gar fassungslos. Ja, das kann ich Ihnen nicht verdenken, lieber Freund.
Wie sind Sie denn um Himmels Willen darauf gekommen, dass dieser widerwärtige, aber nicht unattraktive Mr. Windybank mit Hosmer Angel identisch ist? Es war von Anfang an klar, dass dieser Hosmer Angel schwerwiegende Gründe für sein mehr als auffälliges Verhalten haben musste. Genauso klar war, dass nur einer einen Nutzen aus der ganzen Sache zog. Der Stiefvater. Richtig. Misstrauisch machte mich, dass die beiden Männer nie zusammengetroffen sind. Die getönte Brille und die heisere Stimme brachten mich schnell auf den Gedanken, dass sich hier jemand verkleidet hatte. Aha. Dass der angebliche Hosmer Angel es zudem vermied, seine mit der Maschine geschriebenen Briefe mit der Hand zu unterschreiben, konnte nur bedeuten, dass jemand die berechtigte Angst hegte, dass Miss Sutherland seine Schrift wiedererkennen könnte. Und dafür kam eigentlich nur James Windybank in Frage. Genau. Und ich kann es nur als äußerst schäbig bezeichnen, dass ihm Miss Sutherlands Mutter dabei auch noch geholfen hat. Tja. Wie aber haben Sie Ihren Verdacht überprüft und letztlich dann auch bestätigt gefunden? Ich habe einfach die Beschreibung von Miss Sutherland genommen, die sie für die Annonce im Chronicle verfasst hatte, und alles daraus gestrichen, was auf eine Verkleidung hinwies. Das, was dann übrig blieb, habe ich als Beschreibung eines ihrer Handlungsreisenden an die Firma gesandt, bei der Mr. Windybank beschäftigt ist, und sie gebeten, mir mitzuteilen, ob diese Beschreibung auf einen ihrer Angestellten im Außendienst passt. Ah ja. Da ich die Eigentümlichkeiten im Schriftbild der vier Briefe bereits bemerkt hatte, schrieb ich Mr. Windybank an seine Geschäftsadresse. Wie erwartet, erhielt ich eine getippte Antwort, die im Schriftbild die gleichen Eigentümlichkeiten aufwies wie die Briefe von Hosmer Angel. Erstaunlich. Absolut erstaunlich. Mit der gleichen Post erhielt ich auch die Antwort von Westhouse und Marbank. Man teilte mir mit, dass die Beschreibung auf Mr. James Windybank passe. Und damit war die Beweiskette geschlossen. Was werden Sie der bedauernswerten Miss Sutherland sagen? Das wird schwierig. Ja. Die Wahrheit wird sie mir bestimmt nicht glauben. Ich werde also etwas finden müssen, was einerseits ihre Gefühle nicht zu sehr verletzt, sie andererseits die Sache jedoch schnellstens abschließen lässt. Ich hoffe sehr, dass Miss Sutherland bald jemanden finden wird, der sie und ihre Liebe wirklich verdient. Das wäre ihr zu wünschen.